Wir wollen heute über Geld sprechen. Gut, das ist jetzt an dieser Stelle vielleicht nicht wahnsinnig ungewöhnlich, aber wir wollen die ganze Geschichte heute aus etwas philosophischer Sicht angehen. Das Ganze wollen wir tun mit Alexander Berger. Er ist Geschäftsführer bei Daubenthaler und Zieh. Ja, dann gehen wir es direkt philosophisch an. Was ist denn eigentlich Geld, Herr Berger? Eigentlich eine schöne Frage. Man redet eigentlich viel zu wenig über Geld, was es eigentlich ist und warum wir eigentlich Geld haben. Geld ist eigentlich eine Vertrauenssache. Ja, das, was wir sehr, sehr häufig auch in der Praxis sehen. Und wie ist Geld eigentlich entstanden? Ja, genau aus dieser Thematik. Man braucht ein Tauschmittel. Ja? Und das Tauschmittel beruht bis heute, egal was wir uns anschauen, auf Vertrauen. Sobald dieses Vertrauen weg ist, ist das Geld, egal jetzt ob in Papierform, in Münzen oder virtuell, wertlos. Wenn man mal die Historie anschaut, wir können es mal ein bisschen auf die neue Zeit vielleicht ein bisschen anpassen. Ja, wenn zum Beispiel der Hühnerbauer einen Huhn hat und geht zum Bäcker und sagt, für einen Huhn möchte ich gern ein Kilo vom Brot. Und der Bäcker ist jetzt aber Vegetarier geworden, dann bringt ihm sein Huhn natürlich nicht viel. Von dem her hat man dann eben ein Papier eingeführt, also geschichtlich jetzt nicht basierend, sondern einfach mal so als Beispiel. Und hat dann eben gesagt, mit diesem Papier löse ich, egal wer es bringt, dann das Huhn ein. Und so konnte man eben letztlich als Bäcker zum Beispiel seine Karotten kaufen, konnte das weitergeben. Die Problematik auch hier, egal was für eine Form man an Tauschmittel einführt, ist das Vertrauen. Wenn zum Beispiel jetzt die Vogelgrippe kommt, dann wären die Hühner natürlich wertlos. So, und das ist natürlich auch, Geld selber hat ja in den meisten Fällen gar keinen eigentlichen Wert. Also wenn wir uns einen Geldschein anschauen, was ist der Wert vom Gegenwert? Eigentlich hier nichts. Es ist das Vertrauen, dass ich mit meinem Euroschein letztlich was tauschen kann. Schlüsseln wir es zu Beginn vielleicht noch etwas auf. Können wir sagen, der Zweck des Geldes ist einfach schlicht und ergreifend, Güter fungibel zu machen? Ist so. Ja, man kann den normalen Warenverkehr oder auch Dienstleistungsverkehr mit Geld einfach vereinfachen. So kam das Ganze auch mal zustande. Dann schauen wir uns den zweiten Punkt an, der wahrscheinlich sehr entscheidend ist. Das Vertrauen haben Sie jetzt mehrfach erwähnt. Auf was, auf wen soll ich denn eigentlich vertrauen in Sachen Geld? Ich habe einen Geldschein. Wo ist da das Vertrauen? Genau, und das ist genau die Thematik, warum auch Währung oder Geld letztlich auf- oder abwertet. Wenn wir uns jetzt mal den Euro anschauen mit seiner Geschichte, mit seiner sehr jungen Geschichte, wo wir die Thematik zum Beispiel mit Griechenland auch hatten. Da war ja auch die Überlegung, führen wir jetzt wieder die Drachme ein? Und wir wissen ja, dass, sag ich mal, das Vertrauen wäre dann in den eigenen Staat in Griechenland wäre nicht so hoch gewesen, zumindest aus ausländischer Sicht. Dann wäre der Drachme erstmal nach unten gesaust. Das Vertrauen, dass ich für meine 100 Euro, um wieder beim Euro zu bleiben, was bekomme im Gegenwert, das muss da sein. Also wenn der Staat, in dem Fall Euro, durch die EZB, wenn das Vertrauen in die EZB weg wäre, oder die EZB zu viel druckt, dann ist es ja auch so, dass das Vertrauen fällt. Dann haben wir dementsprechend Inflation, die dann einfach größer wird und dementsprechend wird das Geld weniger wert. Es gibt Ausnahmen, es gibt natürlich auch Goldmünzen, Silbermünzen, da habe ich zumindest, sag ich mal, einen inneren Wert, also nicht nur ein Papier, sondern ich könnte jetzt mit diesem Gold, mit dieser Goldmünze zumindest vielleicht wieder irgendwas bekommen, wenn es nur umbaubar wäre in Schmuck oder Gold ist ja auch und Silber durchaus ein Industriemetall, aber auch da muss das Vertrauen da sein, dass ich für meine Goldmünze letztlich wieder was bekomme. Heißt das, um es da erneut kurz zu machen und vielleicht beim Beispiel vom Anfang zu bleiben, ich kann also zum Hühnerbauer gehen und ich weiß einfach, für meinen 100-Euro-Schein bekomme ich irgendeinen Gegenwert. Im Gegensatz dazu, wenn er Vegetarier wurde und ich einfach dann nur Fleisch anzubieten habe, dann funktioniert es nicht. Kann man das so tatsächlich so einfach machen? Man muss es manchmal so einfach machen, weil in unserer Finanzwelt, auch in der Börse, ist es ja manchmal hochkomplex. Wir reden über Derivate, über Verkauf von irgendwelchen Forderungen und Ähnlichem. Man muss mal beim Geld schauen. Geld ist rein ein Tauschmittel, das auf Vertrauen basiert. Und das gilt auch für virtuelle Währung. Also wir werden ja in Zukunft immer weniger natürlich Papiergeld sehen, sondern immer mehr wollen auch die Staaten, um natürlich auch mehr Kontrolle zu haben, auf virtuelles Geld umstellen. Ja, es gibt natürlich dann im Umkehrschluss natürlich auch virtuelles Geld wie Bitcoin oder Ähnliches, wo die Systematik wieder anders ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass im Prinzip der Tausch damit gewährleistet ist. Schauen wir uns gleich noch an. Schauen wir zuerst nochmal auf Gold. Gold wird immer wieder herangezogen und sagt, eigentlich per se ist es viel besser als Geld, weil ich muss nicht zwangsläufig vertrauen. Ich habe einfach physisch was vorliegen. Das hat durch Menschheitsgedenken immer seinen gewissen Wert gehabt. Ist Gold vor diesem Hintergrund überhaupt vergleichbar
mit dem Geld, wie wir es kennen, also Euro oder US-Dollar? Also es ist schon anders, weil wir, wie Sie richtig sagen, wir haben einen Wert, einen Gegenwert, nämlich das Metall. Mit diesem Metall ist natürlich, wenn es das Metall in unendlicher Form da wäre, dann haben wir die gleiche Thematik wie bei Papiergeld, kann man unendlich nachdrucken. Aber aktuell ist es so, dass die Metalle, zum Beispiel wie Gold und Silber, eben industriell genutzt werden könnten. Und ich kann natürlich damit auch Schmuck herstellen. Also es hat einen optischen Faktor. Daher habe ich zumindest noch einen Grundwert, was ich bei Papier natürlich nicht habe. Das sehen wir auch natürlich bei Aktien. Da habe ich im Normalfall, wenn ich eine Aktie habe, habe ich auch einen inneren Wert. Nämlich zum Beispiel das Unternehmen oder die Grundstücke dahinter. Aber es ist wieder was anderes natürlich. Bei normalen nationalen Währungen, wo letztlich der Staat dahinter steckt, ist das Geld eben so lange nur was wert, solange alle dran glauben, an den Staat. Ansonsten kennen wir es ja aus der Historie her oder auch von anderen Ländern, dass eben dann das Geld abwertet oder teilweise gar nichts mehr wert ist. Und es gibt natürlich dann auch die Möglichkeit, gab ja auch eine Zeit lang den Goldstandard, ja, dann hieß es, dementsprechend ist Gold hinterlegt. Es funktioniert natürlich auch nur in Teilen, weil der Staat kann jederzeit sagen, wie es passiert ist, ab heute ist es eben nicht mehr mit Gold hinterlegt, dann ist das Papiergeld auch wieder wertlos. Ja? Daher sind Goldmünzen letztlich sicherer, aber auch da haben wir gesehen, der Staat kann, wenn er Geld braucht, auch mal natürlich Gold beschlagnahmen und dann ist eben ein klassisches Goldverbot, auch das haben wir in der Geschichte ja schon gesehen. Wie ist das bei Kryptowährungen mit dem Vertrauen? Setzen auch Kryptowährungen wie beispielsweise eben der Bitcoin ein gewisses Maß an Vertrauen heraus oder anders voraus oder anders gefragt, sind Kryptowährungen vergleichbar mit dem Geld, wie wir es kennen? Absolut, ja. Also eine Kryptowährung lebt auch nur vom Vertrauen. Die Systematik ist ja, sag ich mal, also das, warum, sag ich mal, das Ganze erfunden worden ist, ist ja eine Loslösung von staatlicher Kontrolle. Das schauen wir uns mal die Bitcoin an. Wir haben da ganz viele Möglichkeiten, aber Bitcoin ist vielleicht das bekannteste. Bitcoin ist beliebt, weil eben kein Staat Einfluss nehmen kann. Daher ist es allerdings im Umkehrschluss leider, auch von der guten Idee, natürlich auch so, dass zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Kriminelle gerne auch Bitcoin nehmen. Also wenn wir uns irgendwelche Erpressungsversuche anschauen werden, wird gerne in Bitcoin abgerechnet, weil es nicht nachvollziehbar, wo das Geld letztlich ist. Das ist die Gefahr für den normalen Bitcoin-Besitzer, dass irgendwann die Staaten doch ein Interesse haben und dann den Bitcoin vielleicht dann doch verbieten. Aber der Bitcoin ist auch begrenzt. Das ist mal die erste wichtige Voraussetzung. Ja, oder wichtig für eine Währung, um Vertrauen zu haben, dass man es nicht unendlich produzieren kann. Sollte zum Beispiel der Bitcoin jetzt verhundertfacht werden, wird dementsprechend auch sein Wert natürlich fallen. Aber das ist eben hier das Vertrauen, das da ist. Und solange das Vertrauen da ist, wird auch der Bitcoin, sage ich mal, gehandelt. Und dann vor allem, ich brauche ja was im Tausch, weil der Bitcoin auf dem Rechner bringt mir ja auch nichts, wenn ich nachher nicht einen Kaffee damit bezahlen kann oder Ähnliches. Haben Kryptowährungen aus Ihrer Sicht vor diesem Hintergrund, was Sie eben genannt haben, eine Zukunft? Ja, haben sie auf jeden Fall. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, virtuelle Währung haben wir ja auch im Euro und im Dollar. Also das heißt, die zwei Seiten werden sich anpassen. Ja. Wir werden immer weniger Bargeld sehen und immer mehr, sag ich mal, virtuelle Währungen. Und von dem her gleichen sich die zwei Systeme dementsprechend an. Die Kryptowährungen sind bisher begrenzt, aber auch da kann natürlich theoretischweise auch ein Code, sag ich mal, vervielfältigt werden oder Ähnliches. Dann wird es anders aussehen. Aber aktuell ist es so, dass es ja in unsere heutige Welt gehört und auch durchaus ja, kopiert wird von den etablierten Notenbanken, eben ähnliche Systeme dann aufzubauen. Eine Einschätzung von Alexander Berger, Daubenthaler und Sie hier in Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.